Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es in der Serie Tipps und Hinweise von einer Geistheilerin in Bezug auf die eigene Mundraum-, Zahn-, Kiefer-, Zahnfleischgesundheit um das Erkennen und Bewusstwerden der Seelenthemen dahinter, hinter deinen Symptomen. Was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist. Für manch einen Menschen ist es noch etwas abstrakt, dass selbst hinter den Zähnen oder dem Zahnfleisch Seelenthemen dahinter stehen könnten. Und doch ist es, wie es ist und hängt alles miteinander zusammen. Körper, Geist und Seele sind eins und bedingen sich gegenseitig bzw. miteinander. Und in nur ganz, ganz wenigen Fällen hat die eigene Mundraumthematik damit zu tun, dass man Themen anderer Menschen aufgenommen hat. Dann besteht aber wiederum das Seelenthema Abgrenzung. Und einige Symptome fallen auch in den Bereich Lichtkörpersymptome. Was, wenn du es noch nicht kennst, du einmal googeln kannst. Manche Menschen macht diese Aussage Angst oder empfinden es als ungerecht. Doch im Kern ist es so, dass jeder Mensch der ureigene Schöpfer seines Körpers und seines gesamten Lebens ist. Auf bewusster oder unbewusster Ebene und oder beides zusammen. Und es ist wirklich dienlich, sein Herz und seine Seele Schritt für Schritt dafür zu öffnen, um in den Bereich der Möglichkeiten eintauchen zu können, ein wirklich glückliches, gesundes Leben in den Vorstellungen, die deine Seele trägt, leben zu können und erschaffen zu können. Und da wir Menschen aber verlernt haben, auf unsere Seele zu hören und uns immer mehr im Kopf, im Verstand, im Höher, Schneller, Weiter, im Außen verfestigt bzw. zum Teil auch verloren haben, ist es leider nicht mehr selbstverständlich, seiner Seele zu folgen, seinen Seelenimpulsen Raum, Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen und zu erkennen und zu erleben, dass auf dem Seelenpfad, einzig auf dem Seelenpfad, die wahre, wirkliche, tiefe Erfüllung möglich ist. Und da in Wirklichkeit hier nichts ein Zufall ist und das ewige Bestreben der Seele ihr wahrer, authentischer Ausdruck ist in allen Facetten und wir dies verlernt haben, unserer Seelenfreude zu folgen und eher zu glauben, dass wir hier auf einem Arbeitsplaneten gelandet sind. Zum Beispiel, dass es normal ist, sich mit negativen Menschen auseinandersetzen zu müssen, sich unterordnen zu müssen. Wir den Glauben entwickelt haben, dass unsere Träume nicht unser Urrecht sind, zu leben, nicht zu erfüllen möglich sind, nicht zu manifestieren möglich sind. Und vor allen Dingen auch gelernt haben, den Seelenschmerz als Normalität zu akzeptieren. Ist und bleibt es aber doch für die Seele nicht so. Und sie spürt sehr genau, sehr fein und sehr tief, wenn man immer weiter von seinem eigenen Glück abkommt, sendet Impulse, sendet Gefühle, sendet eigentlich auch Botschaften, die jedoch viel, viel leiser und stiller und sanfter sind als der laute Verstand. Und wenn wir dies wieder und wieder und wieder nicht hören können, hören konnten, nicht hören wollten oder glaubten oder Angst hatten, wenn wir ihr folgen, unsere Sicherheit zu verlieren, dann verdichtet sich aber doch das sogenannte Unglück deiner Gedanken, deiner Gefühle, deiner Depression, wenn keine Änderung geschieht oder verursacht werden konnte oder umgesetzt werden konnte,
dann weist die Seele einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nicht weiter. Die immer niedriger schwingende Energie kann nicht abtransportiert bzw. transformiert und geheilt werden. Und da wir eben Energie und Materie sind, rutscht sie sozusagen Schritt für Schritt von außen immer mehr in die materielle Ebene, in den Körper und zeigt sich dann durch Symptome, was nicht dazu gedacht ist, um dich zu ärgern, um dich zu quälen, sondern letztendlich könnte man sagen, dir deine Seelenqual wirklich bewusst zu machen. Sie macht es nicht mit Absicht, sondern sie ist, was sie ist und du bist eins mit ihr. Es ist, wie es ist. Und es möchte dir eigentlich zum höchsten Wohle dienen. Es möchte dich anhalten lassen, durchatmen lassen. Es möchte dich nach innen kehren lassen. Die meisten körperlichen Symptome haben mit Zwangspause zu tun, sich auf sich selbst besinnen müssen, die Gedanken wahrnehmen müssen, die Gefühle wahrnehmen müssen und reflektieren, wie sie sind, um die Chance zu bieten, einen neuen Weg zu finden, neue Möglichkeiten, Veränderungen einzuleiten, die einen wieder in den Seelenfrieden und das Seelenglück und das äußere Glück zurückführen möchten. Und diese Symptome können unseren gesamten Körper betreffen. Und das liegt in der Weisheit der Seele, die wiederum mit dem Verstand nicht nachzuvollziehen ist, warum genau wo sich etwas manifestiert. Wenn man zum Beispiel ein schwieriges, traumatisches oder sehr, sehr verletzendes Erlebnis hatte, kann es sich über den Magen ausdrücken, kann es sich über die Arme ausdrücken, das würde jetzt zu sehr ins Detail führen, kann es sich aber auch über die Zähne ausdrücken. Dies ist am Ende gar nicht so wichtig, aber wichtig ist, noch einmal dich dafür zu öffnen, dich und dein Herz dafür zu öffnen, und die Chance des Wandels und des Glücks darin zu erkennen. Und ich möchte dir hierzu ein paar Hinweise geben, wie du da rangehen kannst. Und das eine, was ich dir vorschlagen möchte, ist, dir immer mal wieder Ruhe und Zeit und Achtsamkeit für dich selbst zu nehmen, zu erlauben, so wie es dir möglich ist, so wie es dir möglich erscheint. Und immer mal wieder in deine Seele, in deine innere Stimme hineinzuspüren. Und oder wenn schon ein Symptom oder eine Krankheit besteht, da bewusst hineinzuspüren. Wirklich in deinen Körper, in das Symptom, in die Körperstelle und deine Seele gleichzeitig reinzufühlen. Aber auch durchaus mit dem logischen Verstand zu versuchen nachzuvollziehen, in welche Richtung die Botschaft deiner Seele gehen könnte. So ist im Mundraum und allgemein eine Entzündung immer auch eine Entzündung in deiner emotionalen Ebene. Eine Wunde, die noch nicht geheilt ist oder geheilt werden konnte. Entsteht ja auch eine Rötung, also zeigt auch ein Brennpunkt schon regelrecht auf Rot, der jetzt wirklich, wirklich angesehen werden möchte und nicht mehr ignoriert und geleugnet werden kann. Grundsätzlich spielt auch immer eine Rolle, ist es auf der rechten Seite oder auf der linken Seite. Die rechte Seite steht für die männliche Energie, die linke für die weibliche Energie. Und bei der rechten Seite geht es dann immer mehr um das Strukturgebende, die Tat, das Äußere, die Umsetzung, das Standhaltevermögen, die Kraft. Das Voranschreiten. Und bei der weiblichen Seite geht es nochmal mehr um das Innere, das sich hingeben, das Verspielte, das Leben auch einfach mal genießen können, genießen dürfen, ohne Grund, ohne Sinn, ohne Zweck, einfach jetzt und hier auch mal albern sein, den Ernst beiseite lassen, also den Augenblick genießen, den Augenblick geschehen lassen.
eher das Allumfassende und bei dem männlichen eher das Konkrete. Der Unterkiefer steht mehr für das Hier und Jetzt, das Zukunftsausgerichtete und das Neue. Und der Oberkiefer steht mehr für die Vergangenheit, die Herkunft, die Wurzeln, die Tradition. Du kannst aber auch schauen, geht es mehr um das Zahnfleisch, dann geht es auch mehr um was Weiches. Das Weiche in dir. Geht es direkt um die Zähne, geht es mehr um was Festes, Kraft, vielleicht auch Zähne zeigen, Wut, Wildheit, aber auch Freude. Geht das Zahnfleisch zurück? Was geht zurück? Verdrehen sich die Zähne? Wo hast du dich verdreht, zu sehr verdreht? Um hineinzupassen, um geliebt zu werden. Schau, welche Spiegelung dem entspricht. Wofür könnten eher die Vorderzähne stehen, wofür eher die Hinterzähne? Fühl da hinein und folge deiner Intuition und vertraue dir selbst. Vertraue deiner Seele. Und bei Karies und Löchern, jetzt mal konkreter, geht es zum Beispiel um innere und oder äußere, hängt ja wieder alles zusammen, stärkere Konflikte in den Grundlagen des Lebens. Hier ging dir wirklich was an die Substanz selbst, an deine Ursubstanz. Diese Konflikte oder dieser Konflikt, dieser Kreislauf wahrscheinlich, konnte nicht richtig von dir geschluckt werden, verdaut werden. Zum Teil sind es auch Dinge, die nicht kommuniziert werden konnten, die sich in deinem Mundraum verdichten. Wirklich konkrete Worte, Gefühle, die du anderen Menschen gegenüber nicht zum Ausdruck bringen konntest. Jetzt nochmal allgemeiner von Karies und Löchern wieder etwas weg. Oder auch wirklich unterdrückte Schreie, Verzweiflung, Schluchzen. Und wieder zurück zum Karies und zu den Löchern, ist dir fundamental was an die Materie gegangen, an die härteste Materie deines Seins gegangen. Hierbei ging und geht es um Themen in den Grundpfeilern deines Lebens in Bezug auf deine eigene Erfüllung, zum Beispiel in deinen Erfahrungen mit deinen Mitmenschen. Da ist dann die Frage, wo fühltest oder fühlst du dich nicht vollkommen genährt? Wo ist ein Loch, wo ist eine Leere entstanden? Wo konntest du nicht für deine Bedürfnisse sorgen oder hast dich völlig verausgabt? Und hierbei ist es auch wichtig, sich das Thema die eigene innere Härte anzuschauen. Bist du vielleicht irgendwo verhärtet oder andersherum hast du Bewertung auf Härte, Klarheit, Radikalität, wo sie doch in der Dualität an manchen Punkten notwendig ist. Im Sinne deines Schutzes, deiner selbst und im Sinne deiner Selbstliebe. Ist Grenzen setzen was Grundnatürliches und Gesundes und man kann es immer liebevoll und respektvoll tun und doch auch sehr klar und deutlich. Da ist in Wirklichkeit kein Widerspruch in sich selbst. Also, was ist mit deiner inneren Härte? Was fühlst du da? Was denkst du da in Bezug auf dich selbst? Im Kern geht es um ein Gefühl von fehlender Liebe, in einem spezifischen Bereich besonders ausgedehnt und verdichtet. Und die Verbindung und die Ausgeglichenheit bzw. Disbalance von Körper, Geist und Seele. Und geht es auch grundsätzlich darum, wieder in seine Kraft zurückzugelangen. Und doch ist es aber auch wieder nur ein Ansatz, ein anderes. Und jede Seele, jeder Seelenweg zutiefst individuell. Und ich kann dir nur eine Richtung geben. Und die absolute Wahrheit und wie viel davon wirklich mit dir in Resonanz geht, über freudige Schwingungen des Erkennens in deiner Seele, aber durchaus auch durch Widerstände und eine Anti-Haltung dem gegenüber, was wieder sehr paradox sein kann,
bist im Kern du der Erschaffer und Erhalter deines Körpers, bist auch du der Heiler, geschieht alles in dir selbst und kann dir jemand von außen nur Unterstützung geben, dich begleiten, öffnen und dir heilende Energien zukommen lassen. Doch die Heilung selbst geschieht, geschah und wird immer nur in dir selber geschehen. Das Wichtige ist hierbei aber zu erkennen, dass wenn das wie in allen anderen körperlichen Bereichen, wenn einzig nur das Symptom äußerlich behandelt wird, also das Loch gebohrt und befüllt, ist nicht unbedingt und in den meisten Fällen nicht das Seelenthema dahinter erkannt und die körperliche Symptomatik kann sich wiederholen oder auch andernorts im Körper erneut ausdrücken, da die Seele weiterhin ihren Pfad verfolgt und dir dienen möchte, dich unterstützen möchte, eins mit dir sein möchte, möchte, dass du glücklich und erfüllt bist. Und dies bedeutet nicht, dass ich jetzt Anti-Arzt, Schulmedizin und Zahnarzt bin, sondern mir geht es darum, den ganzheitlichen Blick aufzuzeigen und alles miteinander zu verbinden und möchte in keinerlei Weise ausdrücken, dass das eine besser und das andere schlechter ist oder ähnliches. Und bin aber auch in einem anderen Video auf dieses Thema Schulmedizin und Heilarbeit in Bezug auf Mundraum noch einmal extra eingegangen. Ja, und dann hoffe ich, dieses Video war inspirierend für dich oder vertiefend für dich. Hoffe, es hat dich in deiner Seele berührt und dich weitergebracht. Wie gesagt, es ist nur ein Ansatz, ein liebevolles Schubsen, selber zu erkennen. Energetiker und Heiler können dich dabei unterstützen und tun dies sehr gerne. Doch trägst du aber auch alles in dir und ist die Seele die deine und spricht immer da mit dir. Und falls du dir konkrete Unterstützung wünschen solltest, biete ich auch eine fernenergetische Mundraum-, Zahn-, Kiefer-, Zahnfleisch-Behandlungsserie an, wo zusätzlich auch noch ein Affirmationssuggestionsvideo für positive Gedanken des bezüglich des Mundraums enthalten ist und vor allen Dingen auch bezüglich dieses Videos ein Seelenthema dahinter, Erkennungsskript, ein Text, der nach Alphabet geordnet ist, nach Symptomen. Und wenn du dich dafür interessierst, kannst du hier oder hier und wahrscheinlich auch unter dem Video auf den Link zu der Homepage klicken und dann freue ich mich sehr, dich dort begrüßen zu können. Und wünsche dir alles, alles Liebe und ganz viel Gesundheit und Seelenfrieden und Seelenerfüllung in allen Facetten, Schritt für Schritt in deinem ureigenen Seelentempo. Dankeschön.